Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Eine neue Folge Rising World. So, diesmal habe ich es richtig gemacht. Ja, ich habe hier mal so eine kleine große Kiste hingestellt, mit noch einer kleinen großen Kiste hin und da lauter Steine drin. Damit wir nicht immer so oft runterlaufen müssen, habe ich direkt mal zweimal das Inventory voll gefarmt. Inventory, genau. Stichwort ist Inventory. Das heißt, wir brauchen diese Halbstufen. Braucht man noch ein paar von. Und die ganzen Blöcke von jenem Marmor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück davon. Und dann machen wir auch nochmal 3 Stück davon. Ich denke, das sollte okay sein, um hier erstmal vorwärts zu kommen. So, das heißt, wir ziehen hier einfach die ganze Reihe lang. Wie lang ist das denn? So, eieieiei. Das ist natürlich ein paar Meter. So, und ruhig noch eine Reihe drüber. Das heißt, dann würden wir hiermit abschließen, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehe ich richtig. Hallo? Warum kommt er jetzt nicht mit hier? Ah, jetzt. Ach, das sind nur 27. Ah, je verstehe. Okay. Nehmen wir die nächsten auch noch mit. So. Ja, ach, ich hatte ganz vergessen, es erzählt. Es gab ein neues Update auch, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Und zwar eins. Ah, hier ist die Kiste im Weg. Dynamit gibt es jetzt. Und so bengalische Leuchtfeuer. Dafür braucht man Schwefel. Ich habe jetzt in den Minen schon mal nach Schwefel geguckt, aber keins gefunden. Sobald ich Schwefel gefunden habe, werde ich natürlich auch auf das neue Update eingehen. Bringt nur nichts, weil ich keinen Schwefel habe. Von daher, ich bin da auf dem Laufenden eigentlich einigermaßen. Ja, aber aus Ermangelung an den nötigen Rohstoffen blieb da noch keine Zeit drauf einzugehen. Oder ich kann aber gleich mal kurz zeigen, wo es das gibt, wenn ich es denn finde. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich weiß also eigentlich auch noch nichts Näheres darüber. Außer dass es halt mit Dynamit jetzt möglich sein soll, sich schnell durch Berge durchzusprengen. Genau, schnell durch Berge durchsprengen. Das ist wohl der tiefere Sinn da drinnen. Oder dahinter. Okay, machen wir hier die Halbsteine. Aber das passt ja alles auch gar nicht so zu man. Ups, ein Glück. Auch gar nicht so gut zum antiken Griechenland. So TNT und Bengalos und so. Deswegen brauchen wir uns da jetzt im Moment auch nicht drum zu kümmern. Und, ach, ich wurde auch gefragt, warum habe ich keine neue Season gemacht für die neuen Folgen. Und das stimmt, das könnte man machen. Ich werde mal schauen, vielleicht kann man das nachträglich nochmal einbauen. Dann würde ich für diese antike Geschichte, die wir jetzt hier gerade zusammen machen, eine neue Season anfangen. Was dann ja auch heißt, dass wir die alte Season nicht wegschmeißen müssen, sondern die können wir dann ja einfach fortführen. Und nochmal drauf zurückkommen. Das würde aber bedeuten, ich müsste quasi für diese neue Season auch alle hier Vorschaubilder von den Videos und sowas bearbeiten. Und das braucht natürlich dann ein bisschen Zeit. Und je mehr neue Videos ich jetzt dazu mache, desto mehr Zeit wird es dauern. Und sehr wahrscheinlich werde ich dann auch umso weniger Lust haben, das alles zu so korrigieren. Nichtsdestotrotz werde ich es dennoch auf jeden Fall irgendwie mal angehen, das entsprechend vorzubereiten. Wann ich dazu komme, weiß ich aber nicht. Es wird dann aber auf jeden Fall ausgegliedert in eine neue Season. Und
Dann kann man ja durchaus auch quasi hier an dem Tempel weitermachen und parallel an der alten Welt mit den modernen Häusern, so je nach Lust und Laune. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, wenn wir das so handhaben würden. Apropos gute Geschichte, ich finde, das sieht gar nicht so schlimm aus jetzt. Und würde das so lassen wollen eigentlich auch tatsächlich. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass sich das hier nicht ganz so absetzt. Also man sieht zwar, dass es abgesetzt ist, aber es könnte sich irgendwie noch mehr absetzen, wie ich finde. Ach, ich müsste übrigens auch mal, wo wir gerade von Fotos sprechen, mal schnell einen Screenshot machen. Hier, die Dinger brauchen wir noch. Die Dinger brauchen wir noch. Was wir jetzt machen könnten, wäre Gedanken auch gleichzeitig darum, wie denn der Boden innen drinne aussehen soll. Denn wir wollen ja hier innen drinne definitiv auch noch einen Fußboden verlegen. Das soll ja hier nicht dieser matschige Dreck werden. Ah, wieder da ist genau das passiert, was ich. Warum? Und da kann man den da einfach noch nicht durchsehen. Hä? So. Ah. Der ist einfach nur verdeckt, ne? Genau. So. Okay. Fix noch mal ein paar Tomaten naschen, weil Tomaten lecker und gesund sind. Und weil sie hier ungemein den Durst stillen. Und glücklicherweise außerdem auch noch umsonst sind. Ja, jetzt müssten wir eigentlich fix machen, dass wir hier diese L-Form hinbekommen. Jetzt ist die Frage. Wir könnten natürlich auch direkt von hier aus schon das L starten, ne? Dann würden wir hier einfach ein bisschen was wieder wegnehmen. Und damit wir das ein bisschen angleichen. Ich glaube, das ist immer nur zwei breit vom Wegesrand. Genau, das sind zwei Blöcke. Hier haben wir fünf Blöcke. Dann können wir nämlich direkt hier diese L-Form schon mal vorbereiten. Das geht dann nämlich bis hinten hin zu den Bergen. Und jetzt, wo wir wissen, wie es geht, das geht das ratzefatz, das werdet ihr sehen. Das, was am längsten aufhalten wird, ist das Beschaffen der Rohstoffe. Aber da habe ich ja ganz ordentlich vorgesorgt. So, jetzt haben wir hier 1, 2. Na, verdammt. 2. Genau. So. Das würde bedeuten, dass wir dieses und dieses in die Hand nehmen und einfach mal loslaufen. Wir laufen einfach mal los. Und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, es reicht sogar. Das heißt, 2,5 Stacks sind immer eine Bahn. Ja. Hier müsste man das natürlich nachher noch weiter abtragen, dass wir hier genau bündig mit dem Berg enden. Das machen wir dann aber bei Zeiten. Vielleicht gehe ich dafür nochmal in den God-Mode oder so. Vielleicht machen wir das auch mit der Hand. Müssen wir mal schauen, wie viel Zeit dann ist. Und ja. So, das sieht doch gut aus. Das bedeutet, wir brauchen hiervon. 1, 2,
Drei Stacks sind demnach auch drei Reihen, ne? Ne, sind zwei Reihen. Oh, keine Steine mehr. Aber wir haben ja noch ein bisschen. So, drei Reihen hatten wir gesagt. Dann haben wir jetzt vier Reihen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was, um die Lücken zu verfüllen. Juhu. Ah, und jede Reihe wird natürlich auch immer ein bisschen länger. Ah, nein, stopp. Nein, das wollte ich gar nicht bauen. Manchmal bin ich auch ein bisschen wirsch im Kopf. Ich hätte natürlich hier diese Reihe bauen sollen. Vielleicht muss da ja genau eine Säule hin, aber waren ja nur zwei Blöcke. Das ist nicht so dramatisch, die kriegen wir schnell wieder weggerissen. So. Geh weg, du Schaf. Da stand mir schon mal ein Schwein im Weg. Da habe ich kurzen Prozess gemacht. Kurzen Prozess gemacht, meine Güte. Ja, erzählt doch mal was. Es ist so ruhig hier. Ach, ich soll was erzählen. Ja, was könnte man immer Schönes erzählen? Ich weiß es eigentlich gerade gar nicht. Ich bin so ein bisschen in mich gekehrt. Aus den bekannten Konzentrationsgründen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So. Ja, es ist ein bisschen, was so eine Arbeit, die könnte gut auch ein Schimpanse machen. Stehe ich wieder zu nah dran, ne? 1, 2, 3, 4. Und ja, deswegen mache ich das ja auch. 1, 2, 3. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist ganz gut. Man muss sich trotzdem aber irgendwie konzentrieren. So, haben wir das Schaf da eingebaut. 1, 2, 3. Nächste Reihe. Okay, passt wieder. Ich bin gar nicht so schlecht. Merkt ihr das? Fast fehlerfrei hier. 3 und 5, 3 und 5, 3 und 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vier. Ja, gut, dass wir noch ein paar gemacht haben. Eventuell brauchen wir noch. Ja, nicht mehr so viel. Jetzt bin ich rausgekommen. 1, 2, 3, 4, 5 reicht. 1, 2, 3. Ja, genau, der Fußboden hier müsste noch verlegt werden. Da müssten wir vielleicht gleich nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Wie wir den gestalten. Den äußeren Fußweg haben wir ja schon. Aber innen drinne hätte ich gerne irgendwas. 1, 2, 3, 4, 5 passt. 1, 2, 3. Innen drinne hätte ich gerne irgendwas, das nicht so aufträgt. Auch nicht zu ja, aufregend ist irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5 passt. 1, 2, 3. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein Muster aus verschiedenen Materialien nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Kann natürlich auch sein, dass es früher, ich weiß gar nicht, wie sah es denn früher in diesen Tempelanlagen aus? Waren da überhaupt richtige Böden verlegt oder hat man da einfach gesagt, hier, wir nehmen den Schlamm, der sowieso rumliegt? Dann könnte man ja irgendwie was aus Sandstein bauen. Dafür braucht man ja, glaube ich, nur diese Erdbrocken. 1, 2, 3, 4. Und die haben wir ja sowieso genug. 1, 2, 3. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, das war doof, dass ich das gebaut habe. Ist jetzt die große Frage, ne? Wie machen wir diesen Innenraum? Weil der ist ja doch schon ziemlich groß und da kommen nur verhältnismäßig wenig kleinere Gebäude rein. Hiervon haben wir noch eine ganze Menge. Die brauchen wir nämlich als nächstes. Lege ich mir hier schon mal so beisammen. Die brauchen wir erstmal nicht. Die brauchen wir dann. Die brauchen wir dann. Die brauchen wir dann auch irgendwann nochmal. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir. So.
Okay. Jetzt erstmal hier. Die Flächen ausfüllen und ein Pümpel oben drauf. Ein in die Mitte. Was könnte das denn hier für ein Tempel überhaupt sein? Es gibt ja so viele griechische Götter und Göttinnen, dass wir uns ja auch noch aussuchen müssen, wem wir diesen Tempel weihen. Was gibt es denn überhaupt so für griechische Götter? Da gab es ja hier die Athene, die geile Sau. Dann gab es Thor und sowas, ist ja auch von denen, oder? Ich vertue mich manchmal mit den griechischen und den römischen. Oh, schon wieder alles weg. Haben wir noch? Ah, wir haben noch ein bisschen. Ist Thor der mit dem Kriegs... Der Hammer, der ist doch aber griechisch, ne? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir ja noch... Jetzt komme ich gerade beim drüber nachdenken total durcheinander. Bevor ich jetzt was Falsches sage und mich blamiere, lasse ich euch lieber Vorschläge machen. Welche griechischen Götter gibt es, denen wir diesen Tempel weihen könnten? Und was für Göttinnen oder Götter war er sie oder es oder alle, die ihr mir dann nennt? Das ist vielleicht auch noch eine Frage dessen, wie wir dann anschließend diesen Tempel weiter aussehen lassen. Weil wenn es eine Göttin ist, dann brauchen wir vielleicht mehr rosa Einflüsse. Nee, Spaß. Bei einem Jungen vielleicht mehr blau? Nichts Genaues weiß man nicht, aber Möglichkeiten hat man ja derer viele. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, das ist wieder sehr eintönige Arbeit. Wo ist der Schimpanse? Nie ist er da, wenn man ihn braucht, ne? Oh. Na gut, dann machen wir hiermit weiter. Müssen wir von den anderen gleich noch welche machen? Dann gehen wir direkt wieder zurück. Ups, falsche Taste. Eine Tastatur hat aber auch einfach viele Tasten. Das ist unglaublich. Damit bin ich auch häufig überfordert, muss ich sagen. Diese ganzen Tasten. Und meistens braucht man ja sowieso nie mehr als drei oder vier Stück gleichzeitig. Also da kann man sich auch irgendwie was Besseres überlegen, finde ich. Es ist ein Ende in Sicht. Es ist ein Ende in Sicht und auch die Klötze gehen zu Ende. Das heißt, wir brauchen definitiv noch mehr Steine. Erstmal so. Und zwar von diesen brauchen wir. Wir brauchen bestimmt auch noch hiervon mehr. Dann brauchen wir hiervon. Und hiervon. Ach, und wir haben unsere. Aber ich glaube, davon haben wir genug, ne? Von diesen, von diesen Blöcken. Davon sollten wir genügend haben. Jetzt habe ich einen ganzen Stack. Ah, wir brauchen da hinten ja eh noch was. Wir brauchen da hinten eh noch mehr. War gar nicht so doof. Wo sind die? Da. Diese brauchen wir. Einen hier.
Wenn das nicht so zeitraubend wäre, man würde richtig was schaffen. So, noch bisschen. Ah, zwei Stück noch. Ein Ende ist in Sicht, ein Ende ist in Sicht. Juhei. Oh, habe ich das weggeschmissen? Ich sag ja, es sind zu viele Knöpfe auf der Tastatur. Falsch. Okay. Aber heute war ich echt nicht gesprächig, ne? Also irgendwie. Und dann war ja auch noch alles falsch. Mann, 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 Mann. Eine letzte noch. Dann kommen nur noch die runden Säulen obendrauf. Da müssen wir uns nochmal konzentrieren, dass wir da die richtige Farbe jeweils nehmen. Das heißt, wir brauchen jetzt die runden Säulen. Ja, fangen wir ruhig mit denen an. Und zwar 3, eine, 2. So, und jetzt brauchen wir immer abwechselnd diese und diese, ne? Dafür müssen wir wieder ein bisschen fliegen, weil es so schön ist. Ich mache es erstmal. Drei Stück hiervon. Es ist mir sonst zu viel mit dem Mausrad immer hin und her. Und das dreht sich sowieso immer in die falsche Richtung, als ich denke, dass ich es drehen müsste. Das ist irgendwas, entweder verstehe ich es nicht, was sich die Programmierer dabei gedacht haben mit dem Mausrad und der Drehrichtung. Oder irgendwie. Ich weiß es nicht, was ich da falsch mache. Wahrscheinlich ist es einfach nur andersrum logisch oder so, ich weiß es nicht. So, und hier kommen jetzt wieder zwei drauf, genau. Und es wird dunkel. Es wird dunkel. Wir machen hier die Säulen noch zu Ende. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 22 Minuten, 23 Minuten. Dann machen wir noch die eckigen Knörpel oben drauf. Wird hier nur ein bisschen dunkler, weil der Berg im Weg steht, ne? Deswegen. Wir sind das immer gewohnt, dass die Sonne von der Ebene kommt zum Abend. Und hier wirft der Berg schon so einen Schatten. Das wird es wahrscheinlich sein. So. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Dann machen wir hier 21. Davon haben wir noch. Ich verabschiede euch. Dennoch, schon einmal. Autsch. Ja, wer hoch hinausfliegt, der ist in Gefahr. Da gab es doch schon ein Liedchen drüber. Vor vielen Jahren. Das weiß ich, das hat meine Mutter immer gehört. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Nachtruhe. Ich werde mich jetzt hinlegen, bis zum Morgen schlafen und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter diese Überdachung und dann überlegen wir uns außerdem, womit wir diese riesengroße Fläche hier füllen wollen, mit welchem schönen Stein und ob wir vielleicht dezente oder doch sehr auffällige Unterscheidungen wählen in Muster, Struktur, Form und was es noch sonst so alles gibt. Ja, bla bla. Ende der Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.